Bitte? Sie können das ruhig laut sagen. Ne? Irgendwas. Sie sind ja nicht älter, Sie sind immer gleich schlank. Oh. Sagen Sie es nochmal laut, damit es alle hören. Bei ihm weiß man nun wirklich nicht, ob man traurig oder froh darüber sein soll, dass er zunächst mal all das, was er werden wollte, nicht geworden ist. Zuerst Pfarrer, dann Lehrer. Dem späteren Theologen stand der Zölibat im Wege und dem Vernehmen nach dem Lehrer vermutlich der Bayerische Rundfunk. Wie immer das zusammenhängen mag. Und wie fröhlich hätte er doch Gottes Wort verkünden und wie lockerlippig dem lernbegierigen Nachwuchs den rechten Weg weisen können. Er betreibt öffentlich-rechtliches Radio Powerplay und er ringt mit dem Gespür der Supernasen nicht nur die Gunst der Stunde, sondern auch die eines breiten Publikums. Entsetzt hören nun seine Fans, dass er sich mit Familie dem Erfolgsdruck auf ein Jahr und auf Englisch entziehen will. Die Nation zwischen 8 und 80 heult auf. Thomas Gottschalk auf der Flucht. Herzlich willkommen. Well, really, what a pleasure to have you with us tonight. Oh, I haven't learned too much till yet. Ich habe bis jetzt nicht viel gelernt. War's richtig? Ja. Also ich nehme an, du hast inzwischen schon genug Dementis losgelassen, dass es nicht stimmt, dass du künftig ein rosa Roastbeef einer zarten Münchner Weißwurst für immer vorziehen möchtest. Nein, man fängt plötzlich tatsächlich an, in Supermärkten sich zu freuen über ein deutsches Brot, über deutsche Wurst von irgendeinem Metzger so und so. Gibt's? Der die da, ja, gibt's. Und ich suche das inzwischen ganz komischerweise. Nicht, weil das Englische nicht schmeckt, aber man freut sich einfach. Ist ganz komisch. Ist das schon so eine Art Rückversicherung jetzt? Also, du brauchst keine Angst haben, man hört diese Sendung noch nicht in London. Nein, nein, das ist, ich habe schon mal Schwierigkeiten gehabt, weil ich in Düsseldorf erzählt habe, in München ist es so schön. Ich bin also schon gewarnt, aber ich sage das trotzdem mit vollem Ernst und mit ganzer Verantwortung in dieser Stunde. Na denn, Prost. Prost. Wir haben... Guck mal, wie aufgeregt ich bin. Hast du das gesehen? Ja, ich bin ganz ruhig. Also, soll ich dir eingießen? Komm. Ja, sagen wir so. Haben wir den gleichen? Haben wir den gleichen? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Was hast du bestellt? Ich weiß nicht, den hast du mir empfohlen. Ja. Also gut. Von mir aus. Okay. Prost. Aber mit Prost. Richtig mit... Ja. Jawohl. Prost. Sehr zum Wohl. Haben Sie auch was? Ja. Noch nicht so schüchtern. Wir haben noch ein bisschen was hinten. So. Also der erste Schreck ist vorbei. Bist du auch immer aufgeregt vor der Sendung? Übrigens meine eigene schon, ja. Ja. Aber ich habe komischerweise, ich habe meine großen Auftritte immer in anderen Sendungen. Bei der Frau Tissier, bei Frank Elstner und so. Also bin ich immer ganz ruhig, wenn es bei anderen geht. Bei mir bin ich immer ganz... Oder etwas. Merken Sie, wie wir uns antasten. Das ist so eine Geschichte. Dieser Schritt nach England, über den wird ja nun viel geschrieben und viel gesprochen, ist dieser Schritt... Gar kein Schritt, sondern eher vielleicht ein Sprung aus der etwas vergangenen Situation des Nachwuchses. Direkt ein Sprung in so eine Art erste Midlife-Crisis. Ja, ich habe sie also vorweggenommen, die Midlife-Crisis. Wenn sie wirklich kommt, dann habe ich sie schon mal geprobt gehabt. Es ist so, dass ich mir natürlich gut überlegt habe und zu so einer Entscheidung kommt man nicht plötzlich. Ich habe irgendwie gemerkt, es muss ein bisschen was passieren. Weil es ging bei mir doch zwar nicht so schnell, wie man immer tut. Ich bin um Gottes Willen kein Senkrechtstarter. Ich habe 71 angefangen mit der Geschichte. Und es ging wirklich schön langsam, was mir auch gut getan hat. Ich konnte jeden Schritt richtig verdauen. Aber plötzlich war der Moment da, wo so eine Schlinge gekommen ist. Jeder wollte mein Kind fotografieren, meine Frau fotografieren, mich sowieso. Und dann irgendwann, ja, man glaubt es nicht. Und es ist auch so eine positive Umarmung, die einem wehtun kann. Wenn einem 10-mal am Tag einer sagt, Sie... Das ist ganz richtig, was Sie machen. Und jeder, das dabei bleibt es ja nicht. Ich meine, im Schwimmbad sagen Sie dir, das hätte ich gar nicht gedacht, dass Sie Krampfadern haben. Und plötzlich meint jeder, er müsste einem irgendwas erzählen. Alle meinen es gut. Aber das ist, kann auch etwas erdrückend sein. Und das habe ich gedacht, dort kennt mich kein Mensch. Und so war es. Jetzt bin ich da. Wie ist das? Na, ich arbeite hart daran. Aber es dass mich wieder einer kennt. Dass mich wieder einer kennt. Ja, wirklich, man plötzlich, man stößt ja doch an Grenzen. Und ich muss sagen, ich lerne im Moment die Demut wieder etwas kennen, weil wenn ich hier irgendwo komme, begegnet mir meistens ein offenes, fröhliches Lachen.
Und auch so von Portiers oder Garderobenfrauen oder Parkplatzwächtern. Und dort, sehr, sehr wichtige Leute. Ja, eben. Ja, das ist auch. Und dort tut sich nichts. Ne? Da komme ich, I'm Thomas Gottschalk. Thomas who? Thomas Gottschalk, G-O-T-T-S-C-H-A-L-K, Bavarian Radio. Da denkst du, ich will jodeln. Und dann ist, ich muss mir wirklich wieder alles arbeiten neu. Und ich stehe rum in Vorzimmern und ich hänge an Telefonen und denke, jetzt ist aus. Und das ist was ganz Neues. Auch war ich neulich in so einem Hamburger Laden drin und habe dann, wie es so meine ruhige Art ist, so einen Alu-Aschenbecher zusammengefaltet. Kam der Kellner, you shouldn't do that, sir. Der hat sich aufgeregt. Und ich wollte schon sagen, entschuldigen Sie, ich wissen Sie, wer ich bin, aber der hat es nicht gewusst. Und das ist der Unterschied. Hier hätte ich noch ein Autogramm drauf machen müssen und dort bin ich zusammengeschissen worden. Und das tut gut. Ja, es ist ja so, Entschuldigung, aber es ist ja so, man lebt im Grunde in einer Welt, die man gar nicht mehr richtig kennt. Weißt du, ich meine, wir müssen ja wissen, was ein Pfund Butter kostet. Man muss auch mal selber einkaufen gehen. Man muss Erfahrungen machen, die ich eigentlich kaum noch mache. Ich streite mich selten mit einer Garderobenfrau, weil ich die falsche Marke habe, weil ich sage, sie käme schon, okay. Und das ist das, was man wirklich wieder ein bisschen lernen muss, mit normalen Menschen normal zu reden. Und wenn jetzt einer zu mir nett ist in England, dann weiß ich, der findet mich nett oder der ist ein netter Mensch. Und hier denke ich, der ist vielleicht nett zu mir, weil er weiß, wer ich bin. In Wirklichkeit hält er mich für den Arsch. Und das ist das Problem. Das ist dort jetzt anders. Mhm. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht so ausführlich. Doch. Ich dachte, er wollte nicht so drastisch werden. Wir hätten jetzt natürlich Gelegenheit. Wir wollen immer ohne Nachbearbeitung auskommen in der Sendung, sonst müssen wir jetzt schon ein paar Sachen auspiepsen. Soll ich? Ich habe das neulich gesehen. Da war, glaube ich, unser gemeinsamer Freund Roberto. Nicht? Der so schlimm war es noch nicht. Nee, es waren ein paar muntere Sprüche drauf. Die soll ich das Niveau leicht anheben? Es ist die Frage, in welche Richtung. Ja gut, anheben ist immer nach oben. Also ja, das andere kann ja auch noch. Gut, wollen wir das mal vorläufig noch weglassen. Diese Midlife-Crisis hast du sehr anschaulich geschildert. Ich habe ja hier meistens Leute sitzen, wo man eigentlich mehr auf die Vergangenheit geht, aus der man was erfahren möchte. Hier scheint es sich also ganz offensichtlich mehr um Gegenwart und Zukunft zu drehen. Und da ist schon eine ganze Menge von interessanten Gedanken gefallen. Aber trotzdem möchten wir ein bisschen was über die Vergangenheit von Thomas Gottschalk wissen. Und zwar noch bevor das mit den daneben gegangenen Berufen anfing. Also vor der Kanzel und vor dem Katheter. Oh, da war gar nichts. Also ich meine, muss schon was gewesen sein, nicht? Also gut, ich bin aus behütetem Elternhause. Zum Beispiel, das ist ja ganz interessant. Ja, Oberfranken, mein Vater war im Stadtrat und im Kirchenrat, Kirchenvorstand. Und da blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als ein netter junger Mann zu werden. Ich war Pfadfinder, Ministrant, alles diese Sachen, die einen ja verpflichten. Und ja, frag ruhig. Bei dem Ministrant wollte ich einhaken. Es gab einen Onkel, der war Pfarrer. Ja. Gibt's noch? Eine Art leuchtendes Vorbild. Sogar noch eine Tante im Kloster, also ich bin... Aber es zu dem Wunsch, Priester zu werden? Ja, na, ich meine, das war ehrlich gesagt mehr, weil jedes gute katholische Kind will Priester werden, oder jeder Junge natürlich, oder zumindest ist das, das gibt eigentlich gar nichts anderes die ersten 10 Jahre. Und dann, zu meiner Zeit, das war noch vor dem Konzil natürlich, jetzt ist das anders, die jungen Leute heute, aber ich meine, das war so, habe ich mir gedacht, nee, könnte ich mir vorstellen. Ich habe damals die große Klappe schon gehabt und dachte, ich kann die eigentlich nur da einsetzen, wo es erlaubt ist, auf der Kanzel. Und ich muss auch sagen, manchmal ärgere ich mich, dass ich nicht geworden bin. Mhm. Weil, wenn ich irgendwo in die Kirche gehe, was ich ja bisweilen tue, dann sage ich, also wirklich so nicht. Also das ist ja genau das, was mich ärgert, dass da so eine Stimmung herrscht, die natürlich nicht die Leute reinholt. Ne? Das ist eben so todtraurig und etwas blässlich. Und das hat mich immer schon geärgert. Denn die dann wirklich Pfarrer geworden sind, so aus meinem Kreis, das waren halt mehr dann die blassen, die etwas blutleeren, die leider ja. Und das fehlt natürlich heute. Bisschen Power davon da oben. Ist wahr. Ist klar. Also gut. Aber, also jetzt... zurück. Dann habe ich also so bis 13. Ich habe mich konsequenterweise, das erste Mädchen, das ich mich verliebt hat, das war noch eine Tochter einer Pfarrhaushälterin. Da blieb ich also noch in der Richtung zumindest. Mhm. Und dann wird es ganz anders. Und dann habe ich also mit die Schule mit Mühe und Not. Ich war ein schlechter Schüler. Ich sage das immer wieder gerne, weil ich wirklich ein schlechter Schüler war. Was soll ich da jetzt rumlügen? Ich war mathematisch, war ich also total bescheuert. Das macht ja heute auch einen viel schlankeren Hals und einen kleineren Fuß, als wenn man sagt, ich hatte lauter 1. Wahnsinn. Also ich weiß noch genau, in meinem Mathematikabitur, da waren, glaube ich, 64 Punkte zu erreichen. Ich habe einen halben, habe ich geschafft. Habe ich gleich meinen Namen richtig geschrieben, sag ich so. Aber da war ich, ich habe es auch heute noch nicht begriffen. 9 Jahre, ach, ich saß 11 Jahre, saß ich da und habe nichts begriffen. Das ist auch schon eine Kunst.
Und dann, wie gesagt, habe ich also studiert, mehr für meine Mutter, weil ich habe dann schon Rundfunkambitionen gehabt. Die habe ich gekriegt zum ersten Mal, ich war 67 in England, Radio Caroline. Dieser Piratensender, damit ging's los. Und da habe ich den Unterschied gemerkt. Ich kannte hier schon Radio natürlich, wie wir alles kennen. Und plötzlich kamen da welche, die wie normale Menschen geredet haben und locker waren. Habe ich gesagt, das ist es, das würde ich gerne mal machen. Und dann war ich eigentlich radiobegeistert, immer. Mhm. Und habe schon während des Abiturs oder vor dem Abitur gedacht, ich mache sowieso was anderes. Habe ich beim Bayerischen Rundfunk dann schon beworben damals, habe einen Fragebogen zurückgekriegt und habe dann geschrieben, das merkt man, dass ihr die Leute mit Fragebogen sucht. Und habe dann daraufhin auf diesen frechen Satz doch ein Vorstellungsgespräch gekriegt. Angeblich existiert hier irgendwo beim Bayerischen Rundfunk noch ein Bewerbungsschreiben. Weißt du noch, was da drin stand? Da stand das so ungefähr. Wir wollten es uns besorgen, dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob man dann in Konflikt mit dem Gesetz kommt, ob das Bruch des Briefgeheimnisses oder was immer für ein Geheimnis ist. Haben wir gesagt, nee, lass mal es lieber, ich frage ihn danach. Das war ja kein offizielles Bewerbungsschreiben, weil es so mir einfach, ich habe denen angetragen, dass ich gerne mitarbeiten möchte. Mhm. Und da habe ich eben auch geschrieben, dass sicher viele große Klappe haben und viele sowas schreiben, aber ich würde es gerne beweisen, dass ich es kann. Und dann haben die mich kommen lassen. Mhm. Das war in Nürnberg. In Nürnberg war er vor, genau. Oder weiß ich noch, der vor mir, der war, das war einer auch, der auch richtig, der hat sich richtig vorbereitet gehabt. Ich habe mich komischerweise damals schon nicht vorbereitet und der hatte sich vorbereitet und hat gedacht, ich fange toll an und wollte sagen, Halleluja, so richtig mit Power und hatte angefangen, Halleluja. Und dann sagt der Techniker, ist noch nicht gelaufen, nochmal bitte. Und dann war der Gag weg, Halleluja. Und dann, das war, ist dann das Problem der Vorbereitung und ich habe so einfach so angefangen und habe viel Glück gehabt. Zweiter Halleluja war dann etwas blutleer. Ja, das da, nicht, ja, das kommt dann davon. Der falsche Ton dann. Also ein Radio-Freak, viel ja. mehr als ein Fernseh. Weil Radio ist spontan. Also ich brauche zum Radio keine Zuwendung. Das mhm. heißt, Radio erwischt mich auch von hinten, wenn ich mich früh rasiere, wenn ich im Grunde einfach nur mit einem halben Ohr höre. Fernsehen, da muss man sich hinsetzen, braucht die Erdnüsse und was auch immer. Und da ist schon eine ganz andere Situation. Mhm. Und Radio begleitet einen und Radio ist Fantasie. Typisches Beispiel Radio und Fernsehen. Ich bin ja Dallas-Fan, gebe ich ja zu, und habe in meiner Radiosendung oft Stimmen von Dallas gehabt. Das heißt, ich habe also nach einer Sendung, wo der Jock, also meinetwegen da wieder mit der Sekretärin rumgemacht hat, habe ich angerufen, den Synchronsprecher. Mhm. Habe gesagt, pass auf, ich möchte morgen so eine Geschichte machen. Ich frage einfach, wie das denn so ist, ob sich einer erlauben kann, mit der Sekretärin rumzumachen, weil so eine nette Frau hat wie Miss Ellie. Sagte, okay, mache ich mit. Und so eine Geschichte, die Leute hören am Telefon, im Radio, Jocks Stimme. Die Millionen sehen, also die 100.000, die sehen Jock mhm. Ewing vor sich und das ist Radio, kannst du im Fernsehen nie machen. Mhm. Pause. Pause. Beifall. Also irgendwann warst du dann beim Radio und hast deine Goschen dort spazieren geführt, ja. zum Vergnügen vieler. Und dann habe ich irgendwo einen Satz gelesen. Ich habe in dieser ganzen Zeit versucht, mit den Köpfen der Redakteure zu denken, aber es ist mir nicht gelungen. Ja. Was war in deinem Kopf so anders als in den Köpfen der Redakteure? Ja, ich war beim Jugendfunk gelandet. Wie man ja so denkt als junger Mensch, da gehört man hin. Scheint eine gute Frage zu sein. Ja, war eine gute Frage, da warte ich drauf. Und dann war ich in den ersten Sitzungen. Und da waren junge Menschen. Mhm. Die haben studiert teilweise, Oberschüler. Und ich kam also aus Kulmbach voller Power. Und dann saßen die drin. Ich habe also einen Vorschlag gemacht, Mensch, auf die Modewoche könnte man mal gehen, weil ich wusste, in Kulmbach, die haben natürlich keine Ahnung von Mode gehabt, aber die wollten wissen, was in der Großstadt läuft. Modewoche wäre ein Vorschlag. Du weißt, du, finde ich echt nicht irre, was du da sagst. Weißt du, irgendwie, du, wenn wir das machen, dann müssen wir eine echte Verlade schmeißen, weißt du, weil ich finde das ungeheuer beschissen, wenn wir so eine Kommerzkacke noch powern. Und dann habe ich gedacht, okay, lassen wir weg. Und das war das Problem, dass ich halt beim Jugendfunk immer so, wenn die Leute gelacht haben, da war schon schlecht, weil es halt nicht mehr kritisch war. Und wenn die Leute zugehört haben, dann, es gibt dann nur einige Intellektuelle und dann müssen schon viele Deppen mit zuhören. Also irgendwo, je mehr Hörer, desto problematischer wurde es. Und dann habe ich auch noch gesagt, weißt du, man kann ja auch Probleme locker verkaufen. Du weißt so, Probleme müssen echt Probleme bleiben. Und dann war schon aus. Kann man sagen, dass daraus so eine Art Hassliebe oder so eine Art Dauerfehde mit dem Bayerischen Rundfunk entstanden ist? Nicht daraus, aber es ist halt so. Ich meine, ich höre Radio immer noch gerne und ich bin immer so geteilt. Ich mache Radio und ich höre Radio und vielleicht hören andere auch noch Radio. Und es gibt so das typische Radioerlebnis, nachts um drei auf der Autobahn fährt man also da und dann kommt eine sonore Stimme. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer Nacht voll Melodien. Meine Kollegin draußen sorgt für den guten Ton, Beate Hase. Und wir wollen uns jetzt mit einer Melodie unterhalten. Eine wunderschöne Melodie von Paul McCartney, gespielt von Helmut Zacharias, Yesterday. Und da kommt ein Spruch.
Yesterday, ein kluger Mann hat einmal gesagt, gestern, das ist so wie vorher. Also genau diese Art von Radio, wo ich wahnsinnig werde. Und man kann es auch anders machen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ich rede nicht von den ersten Programmen, von den zweiten, von den klassischen Programmen, sondern warum können wir nicht ein Programm erfinden, wo einfach gut aufgelegte Menschen, solche soll es ja noch geben, sitzen und versuchen, andere Menschen auch positiv zu motivieren. Die müssen ja nicht gleich nur dummes Zeug erzählen und die müssen auch nicht alle so reden wie ich oder so Zeug erzählen wie ich, aber die sollten Spaß an ihrem Beruf haben und sollten einfach in der Lage sein, Leute, die in der normalen Alltagssituation, die Mutter, die also gerade den Vater ins Büro geschickt hat und das Kind in die Schule und die erstmal sagt, mein Gott, jetzt trinke ich schnell einen Kaffee und dann kommt einer und der redet normal und der kennt die Situation. Ein normaler Mensch halt. Und diese fordere ich im Radio, die halt da sitzen, Spaß an ihrem Beruf haben und nicht so aufgesetzte Sprüche, meine Damen und Herren, wir schauen für Sie zur Studiouhr 13.30 Uhr halt. Das ist, so redet ja keiner. Und immer wenn ich wieder Radio höre, denke ich, es könnte anders gehen. Und in England geht es zum Beispiel anders. Ich überlege noch, woran es liegt. Sind die Leute anders, die Hörer anders, kann ich mir nicht vorstellen. Denn auch bei uns ist man ja gerne in lockerer und fröhlicher Stimmung. Oder vielleicht die Macher. Und ich muss ehrlich sagen, in England wäre ich nichts Besonderes. Da gibt es mehr Leute, die drei zusammenhängende Sätze sagen können. Das ist einfach, liegt es an der Sprache? Ich weiß es nicht. Ja? Und um Gottes Willen, also weil ich, dann hörst du mal an, guck, jetzt erfindet er wieder den Rundfunk neu, so ist es ja gar nicht. Ich sage nur, auf einen bestimmten Sektor habe ich Ahnung und ich rede ja auch mit Leuten, die sagen ja, die haben schon recht mit dem, was sie sagen. Und die Kollegen sagen ja auch, du hast schon recht, aber sei nicht so frech. Das ist es halt. Und mir hat noch keiner gesagt, dass ich Unrecht habe, nur der Ton stimmt halt nie. Aber wenn ich mich aufrege, kriege ich mich auf. Und meine Frau regt sich immer auf, das ist das Einzige, worüber ich mich aufrege. Wenn ich mich in anderen Sachen auch so engagieren könnte, aber da... kriege ich mir rote Backen, wenn es darum geht. Ich wundere mich ein bisschen, dass es so lange gedauert hat, bis das Stichwort gefallen ist, meine Frau. Denn wenn man Thomas Gottschalk hört oder wenn man ihn studiert, recherchiert, fällt einem auf, dass er eigentlich ohne seine Frau überhaupt nichts macht. Oder andersrum gesagt, dass alles, was er macht, irgendwo auf seine Frau gezielt ist als Reflektor, kommt von da der Impuls. Ist der Thomas Gottschalk ein Produkt? Wie so oft, der kluge, der erfolgreiche Thomas Gottschalk, das Produkt einer sehr klugen und sehr feinfühligen Frau. Naja, das ist eine schwierige Frage. Hast du jetzt gemerkt, ich habe mal ein Interview gemacht mit Ephraim Kishon und er hat in der Sendung was gesagt, was ihm innerhalb von einer Minute die Liebe einer Nation und den Hass einer ganzen Nation zugezogen hat. Und das ging genau um diese Frage. Da muss ich ja vorsichtig sein jetzt. Da wir befreundet sind, habe ich den Vorlauf noch gebracht, um dich zu schützen. Gut, also ich taste mich sehr vorsichtig ran. Im Grunde bedeutet mir meine Frau das, was sie eigentlich jedem normalen Mann bedeuten sollte. War Moment. Gut, ne? Nein! Wie war das? Also nicht, dass meine Frau einem anderen was bedeuten sollte. Ich glaube, meine Frau ist für mich das, was jede Frau für ihren Mann sein sollte. Ja. Das sagt natürlich wenig und ich hole aus. Weißt du, wir sind Menschen, mit denen viele Menschen reden. Wir öffnen unser Herz und ich trage mein Herz ja auch im Radio dauernd auf der Zunge. Und die wenigsten Menschen, die einem begegnen, sind ja eigentlich ehrlich. Das heißt, der eine meint's gut und streichelt mich. Der andere ist eifersüchtig und sagt, scheiße, was du... Es ist nicht so toll, was du machst. Und jeder hat irgendwelche Gründe, irgendwie zu sein. Der einzige Mensch, der im Grunde wirklich völlig unverkrampft mir gegenüber ist, ist ja wohl meine Frau. Mhm. Weil sie mich kennt, weil sie mich 25 Stunden am Tag, oder 24 Stunden, oder wir schlafen zwischendurch auch. Also weil meine Frau mich ja sehr oft und sehr lange erlebt, für die bin ich eigentlich im Radio und im Fernsehen nichts Besonderes. Denn, und ich bin, das bestätigt sie mir oft den ganzen Tag so, und das ist natürlich auch schwer erträglich. Deswegen ist es halt so, dass meine Frau mich im Grunde am klarsten erkennt. Und meine Frau weiß auch, manchmal Bedenken zu äußern, die ich viel später erst äußern würde. Und sie warnt mich manchmal, vorzeitig nicht irgendwo reinzufallen. Zum Beispiel sagt sie mir,
reiß doch dein Maul nicht so weit auf, um Gottes Willen. Hinterher sage ich immer, du hast recht gehabt. Also es ist das Problem, dass man jemanden braucht, der einem im Grunde gerade über die Tücken und Fairness unseres Lebens ein bisschen hinweghilft, ohne selber was zu wollen. Die will es ja selber nicht machen, die will ja nicht von mir im Grunde und die will mir nicht an den Kragen, die meint es gut mit mir und deswegen höre ich auf sie und natürlich gebe ich auch zu, ich bin so ein Präsentierer, ich will immer gerne der Beste sein. Das ging schon los, als ich sie kennengelernt habe, habe ich natürlich gleich mich als der Größte vorgestellt. Klar, macht wahrscheinlich jeder. Aber das habe ich durchgezogen jetzt die letzten 10 Jahre. Und, ja, es ist halt so, dass ich immer wieder kämpfe. Ich meine, es gibt natürlich eine Menge Männer, die sagen, ich habe die einmal geheiratet und zum Muttertag kriegen sie Blümchen und damit ist Ruhe. Mhm. Also so bin ich nicht. Ich weiß schon, ich sehe mich in Konkurrenz zu anderen und was mir nicht einfällt, fällt vielleicht irgendeinem anderen ein. Deswegen bin ich immer so ein Präsentierer. Und ich sage, bevor der in der Sendung von einem anderen besser gefällt als meine, mache ich die Beste. Entschuldigung, die Zweitbeste. Nein, nein. Es ist halt so, dass ich wirklich immer sage, hat es dir gefallen. Und jeder Künstler, glaube ich, ich bin kein Künstler, aber jeder Sänger oder jeder Schauspieler packt sich irgendwann im Theater ein, wo er sagt, die hört zu, der daneben schläft, die packe ich mir jetzt, die singe ich an, die spiele ich an. Und im Fernsehen hast du ja auch nur so ein amorphes Publikum und man sieht es meistens ja nicht wegen der Scheinwerfer. Also spiele ich meine Frau zu Hause an, denke ich, jetzt hat sie wahrscheinlich gelacht und so und die lacht oft. Also das ist auch etwas, wer 10 Jahre über mich lachen kann, ich meine, manche sagen, oh Gott, ach Gott, und die kennt natürlich auch schon manche Geschichten. Die vom Jugendfunk, die kannte sie schon zum Beispiel. Mhm. Weil es ist halt so, dass man in diesem Beruf immer wieder das Gleiche gefragt wird, immer wieder das Gleiche erzählt. Und manche Frauen, die sagen, jetzt kommt die Geschichte wieder. Ich erzähle es auch immer gerne ein bisschen anders, extra für meine Frau. Da finde ich mal was dazu und dadurch wird es auch für sie interessanter wieder. Ich habe fasziniert zugehört. Das Einzige, was uns beide in dieser Beziehung voneinander unterscheidet, ist die Zeit. Wie lange seid ihr verheiratet? 7 Jahre. 7 Jahre, ja. 7 Jahre. Mhm. Bei mir ist genau das Gleiche, über 30 Jahre. Du kannst also dich noch auf einiges freuen. Und nachdem jetzt so vieles und so Wunderschönes über Frau Thea gesagt worden ist, und ich bin sicher, sie war schon mindestens 5 oder 6 Mal im Bild, möchte ich sie jetzt mal ganz herzlich begrüßen bei uns heute Abend. Grüß dich, Thea. Die Nation. Ich glaub's gar nicht, was sie für eine Freude gemacht hast jetzt. Die Nation hat ihr eine ganze Menge zu verdanken nach alledem. Ja, nein, sie sagte dir, mein Gott, jetzt, die Thea lebt eigentlich relativ gerne mit mir zusammen, hoffe ich, aber relativ ungern eigentlich in dem Geschäft, weil es ist wirklich ein Problem. Sie sagt, und das sind oft so Erkenntnisse, ein ganz kleines, lächerliches Beispiel. Meiner Thea gefällt ein Kleid im Schaufenster. Und die geht hin und sagt, das gefällt mir, können Sie es nicht rausholen. Und kein Mensch holt Kleider aus dem Schaufenster, weil das wird erst Ostern umdekoriert oder so. Ja. Und natürlich haben sie auch die Tiere nicht rausgeholt. Die würde ja nie sagen, entschuldigen Sie mal, vielleicht holen Sie es raus, wenn Sie wissen, da würde sie also eher sterben oder das Kleid also vergessen. Und ich bin natürlich, weil ich das die Geschichte kannte, ich sage, welcher Laden ist das, 2 Tage später hingegangen, die hätten das ganze Schaufenster ausgeräumt am liebsten noch. Und das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl, wenn man weiß, man kommt da und plötzlich kommt der und sagt, und dann geht es. Das sind natürlich Erfahrungen, die eine Frau wahrscheinlich dann auch immer machen muss. Und Gott sei Dank ist sie nicht eine der Frauen, die halt auf mich im Grunde, weil man ist ein eigener Mensch, man bleibt ein eigener Mensch. Und das ist, also ich weiß nicht, ob ich mir verheiratet sein möchte. Das ist... Das ist natürlich eine schwierige Frage, eine sehr fiktive, nicht? Eine eben, sehr hypothetische Frage. Mit dir verheiratet sein. Also ich könnte mir das auch ganz lustig vorstellen. Muss ich Na gut, sagen. Dann habe ich schon einen Nachfolger. Mich interessiert irgendwas ganz besonders. 2 Dinge, die ich jetzt nacheinander abfragen möchte. Ich habe gelesen, dass es dir, und du hast es auch schon angedeutet, darauf ankommt, ein Programm, wenn man das so sagen kann, für alle zu machen. Nicht für eine bestimmte Kategorie, sondern da müssen Frauen, Männer, Kinder, alles muss zur gleichen Zeit zuhören können. Und das habe ich also zum Beispiel in meinem gemerkt. Dafür kriege ich nur pausenlos was vors Maul gehauen, wenn ich das versuche. Wie schaffst du das? Es scheint dir ja tatsächlich zu gelingen. Ja. Wenn ich versuche für jeden was, dann ist überhaupt keiner zufrieden. Da schimpfen sie alle. Wenn ich also wenigstens eine Gruppe mal habe, wo ich sage, also heute habe ich geklotzt, für die mit dem oder dem oder dem Star. Ich bewundere das, was du machst, dass du das tatsächlich einhältst und kriegst offensichtlich relativ wenig dafür hinter die Ohren gehauen.
Verbal. Ja, man darf nicht zu sehr taktieren. Also in unserem Beruf ist Taktieren ganz schlecht, dass ich sage, also jetzt habe ich den Karel Gott für die Muttis, jetzt brauche ich dann ein Van Halen für die Kids und dann brauche ich noch was Nettes für einen Vati, Gunter Gabriel und so und dann habe ich die Familie eigentlich durch und ich komme mit Cowboyhut für Gunter Gabriel und ausgelatschten Schuhen für Van Halen und bin so mittendrin. Schlecht. Aber natürlich habe ich das im Hinterkopf, die Familie. Heute zum Beispiel sage ich also für die Mutti die Fliege, für die Kinder habe ich hier einen abgerissenen Dings da und die Hose ist auch nicht ganz normal. Also natürlich, man auf den ersten Blick sieht er aus, denkt man, naja, die Mutti sagt, wenigstens ist er gekämmt und die Kinder sagen, wenigstens hat er die Haare über die Ohren. Aber ist das schon gar nicht mehr aktuell, ich meine, ich lebe ja noch in meiner Zeit mit Haare über den Ohren. Aber es ist schon so, dass man bei allem, was man macht, ein gewisses, man muss die Leute kennen. Ist Kalkül dabei? Ja, na klar. Ja, ich meine, ich überlege es nicht vorher. Aber mittendrin merke ich oft, oh, jetzt hast du da wieder auf den Putz gehauen. Jetzt kommen wieder Beschwerden von den Älteren. Da bin ich wieder nett zu den Älteren, 3 Minuten und dann habe ich die wieder und dann kommt es wieder. Also, man muss schon so ein bisschen Slalom fahren. Und das mache ich. Mache ich, ja. Habe ich auch kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich meine es ja gut. Ich meine, es ist so, dass ich wirklich mich reindenken kann. Ich hasse diese Kategorisierung, dass man sagt, die laute Musik ist für die Jungen. Und das Leise ist für die Älteren. Es gibt in meinem Beruf, habe ich kennengelernt, 15-jährige Großväter und 60-jährige Freaks. Das gibt's in dem Beruf. Und man darf die Leute auch nicht so, dass man sagt, ja, also die Älteren stehen nur auf das und die Jungen nur auf das. Das hasse ich und das versuche ich auch einzubrechen. Ich lebe ja auch so. Ich sage auch, ich kann in ein Rockkonzert gehen und ich kann, du hast es vorher mir schon gesagt, auf den Opernball gehen. Warum denn nicht in Gottes Namen? Ich meine, ich darf nur am Opernball nicht, finde ich, jetzt auf den Rocker machen und im Rockkonzert sagen, ich bin aber sehr konservativ. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die flexibel sind und die beides mögen. Und für die sehe ich mich eigentlich auch als Fernsehunterhalter. Und dass mir da 30% oder 50% oder 60% entgehen, damit muss ich leben. 40% ist auch nicht schlecht. Man kann, weiß Gott nicht. Na, man kann nicht alle Gott. Haben. Und wenn man dauernd nur sagt, jetzt muss ich da noch den noch schnell kassieren, das finde ich nicht gut. Bei diesen 40% fällt mir etwas ein, wofür ich allen Grund habe, mich bei dir nachträglich zu bedanken. Das wird jetzt so ein bisschen Insidergespräch. Gerade mit diesen 40%, ich glaube, es waren 43%, hast du mich mal verteidigt als Kolumnist in einer angesehenen Zeitung. Nur da würde ich schreiben. Ja. Und da waren diese 43% eigentlich ein Lob dafür, dass man sagt, wenn einer das schafft, die vor die Kamera zu kriegen, dann ist das ja schon eine ganze Menge. Nun hat man gerade diese Art von Stellungnahme in einem der Medien dir, glaube ich, besonders übel genommen. Da hieß es, Gottschalk bleibt bei deinem Leisten. Ja, aber das sehe ich gar nicht ein. Ich meine, ich rede, wenn man mich fragt, rede ich. Und wenn mir einer sagt, schreib was in meiner Zeitung, dann schreibe ich, was ich denke. Wenn ich jetzt immer nur, ich rede ja hier auch, ich meine, da sind bestimmt gewisse Leute nicht dankbar über alles, was ich heute sage. Aber wenn man immer nur denkt, was könnte jetzt am besten ankommen, dann kannst du gleich nicht immer nur verneigen. Dann brauchst du gar nichts zu sagen. Also, ich bin der Meinung, jetzt auf Fernseh, auf Fernseherfolg und die Neider. Natürlich werden wir in einer gewissen Art von Presse immer als die Fuzzis gesehen. Das ist ja so. Es gibt die einen, diese netten, freundlichen Zeitungen, die alles nett finden, was nett ist. Und es gibt die anderen, die alles bescheuert finden, was im Grunde ankommt. Und natürlich leide ich auch ein bisschen drunter, dass ich genau weiß, in der einen Seite der Presse, da bist du der nette Blonde, der eigentlich Pfarrer werden wollte, aber jetzt doch Ehemann geworden ist, ein Kind hat und seine Frau jeden Abend Rosen aufs Bett legt. Und in der anderen, da bist du ein Sonnyboy, ein Softie, da wird man so, in der Mitte irgendwo ist richtig. Und das ärgert mich, wenn man nur so oder nur so gesehen wird. Und da haben sie dich einfach irgendwo so runtergebügelt. Und ich habe ja auch eine große Klappe. Und ich weiß, wie leicht man jemand runterbügelt. Weil da fallen einem leichter die Worte ein. So, das ist ganz einfach. Runterzubügeln ist wahnsinnig einfach. Denn ein paar schöne Formulierungen, da fällt einem erst eine Formulierung ein, dann schreibt man Artikel außenrum. Und das ist, da meine ich, schon alleine, weil wir im gleichen Boot sitzen und das Gleiche machen, habe ich gedacht, da musst du mal... Obwohl ich mich auch manchmal über dich ärgere, also wo ich sage, das find ich nicht so toll. Aber das ist ja bei jedem so. Ich finde immer diese grundsätzliche, alles schlecht und alles gut, ist nie richtig. Gerade bei dem fällt mir was Hübsches ein, Einspruch von dir. Es gibt Leute, ich zitiere dich, die kannst du 8-mal im Jahr auspacken und hinstellen, da sind die toll.
Aber diese Art von Fernsehunterhaltung, die liegt mir nicht so sehr. Hast du da an jemanden Bestimmten gedacht? Nee, du bist du achtmal dran? Ja. Siebenmal. Siebenmal, siehst du? Nein. Das ist ja leider bei uns so. Ja. Ich meine, ich hüte mich immer, Amerika und was auch immer als Beispiel zu nehmen. Aber die haben eine unverkrampftere Art, Fernsehen zu machen. Da gibt es einen, Dick Cavett oder Johnny Carson, die machen eben jeden Tag und sind manchmal gut und manchmal schlecht und sind dreimal in der Woche gut und einmal sind sie schlecht und zweimal sind sie mittel, also sieben Tage. Und bei uns ist es so, wie gesagt, achtmal. Du weißt also jetzt schon, am so und so vielten stehst du um 20.15 Uhr in Böblingen auf der Bühne und dann musst du halt anderthalb Stunden oder zwei Stunden toll sein. Das ist im Grunde unmenschlich. Und ich sage, das ist meine Radioerfahrung. Ich habe in München siebenmal in der Woche Radio gemacht. Sechsmal, oder? Von Montag bis Freitag, fünfmal. Fünfmal. Ja. Und dann weiß ich eben, am Montag bin ich gut drauf, starke Sendung. Am Dienstag, ja, okay, weniger. Ich sinke nie unter ein gewisses Level, das weiß ich. Aber es ist einfach dann unterschiedlich. Und über die Woche verteilt sich zu einer ganz an, dass man sagt, okay, war ganz okay. Dafür, dass es so oft ist. Aber wenn man so als Rarität gehandelt wird, das ist schlecht. Die Leute können sich auch noch nicht gewöhnen. J.R. Die immer weint, Linda, Denver, wie heißt denn? Crystal, genau, die immer die Treppe. Du meinst Linda Gray, die weint. Ja, ja, zu Crystal. Ich meine, nach 30 Sendungen hast du dich an die Frau gewöhnt, hast ins Herz geschlossen und lebst mit ihr und weißt, jetzt weint sie gleich wieder, weil du sie kennst. Ehrlich, ich weiß immer genau, immer wenn Streit gibt, sagt Miss Ellie, und wir wollten doch gerade essen. Also, das ist einfach. Und da gewinnt man solche Leute. Lieb, man schließt sie ins Herz. Und das ist die legitimere Methode. Lieber sage ich, sollen die mich auslutschen ein paar Jahre und ich mache jeden Freitag oder was und dann aus. Dann sagt man eben, jetzt kann man ihn nicht mehr sehen, erledigt. Aber dass man sich so versucht, so wie gesagt, durchs Jahr zu schwingen, fünf große Auftritte und dann, also das ist nicht so mein Stil. Mhm. Mir hat das gefallen. Ich möchte schon noch bei diesen Vorbildern bleiben, weil ich denke, jeder von uns hat welche. Ja. Meine hast du genannt. Das waren also zum Beispiel Johnny Carson und Dick Cavett. Ja. An denen habe ich mich orientiert. Ja. Gibt es für dich Vorbilder, an denen du dich orientiert hast? Also im deutschen Fernsehen muss ich sagen, weil das naheliegendste ist, der Kuli. Mhm. Mit Verlaub. Und zwar ist so, Kuli erinnere ich mich... Mit großer Zustimmung. Ja, ne? Kuli hat für mich gewisse Dinge. Erstens erinnere ich mich, da war ich 12. Und da saß ich immer so mit Tante Grete, Tante Minke und Tante Tilla beim Fernsehen. Wir hatten keinen. Und dann, heute kommt der Kuli. Ich bin ja aus schlesischem Hause. Und dann, das war damals so. Und heute, das ist 20 Jahre später, sage ich immer noch, Mensch, heute kommt der Kuli. Das erstens mal. Der Mann ist in diesem Beruf alt geworden, ohne sich zum Hanswurst zu machen. Und dann habe ich das Gefühl, der ist distanziert. Dem ist es eigentlich wurscht. Der sagt, also wenn ihr euch nicht gefallen, dann gehe ich eben segeln. Und der lässt auch mal einen Spruch los, wo man genau weiß, mit der Piepshow und so. Da jaulen sie alle auf. Aber es ist ja nicht so schlimm. Und der Mann ist einfach irgendwie so distanziert, so wurschtig. Und er macht manchen Witz für sich selber. Und dann verlabert er sich, erzählt ein Zeug, das eigentlich keinen Schwein interessiert. Aber er macht das, ihm ist danach. Und da habe ich das Gefühl, und da weißt du also genau, ich meine mit seinen Äugsken immer, du weißt genau, welche Partnerin sucht er sich aus, es muss eigentlich die sein. Und dann kommt er schon und dann sagt er, Jasmin. Und dann, es ist immer das Gleiche, aber es ist toll. Also Kuli, muss ich sagen, der ist so einer, wo ich sage, wenn ich das schaffe, als wenn in dem Job, und so dazustehen wie der, fände ich nicht schlecht. Nehmen wir zu unserer beiden Gunsten an, dass er jetzt gerade zuschaut, dann finde ich es prima, wenn wir beide ihm einen herzlichen Gruß. Wo sind wir? Wo sind wir drin? Der schaut bestimmt nicht zu. Er sagt ja, ihr seht doch. Da sind wir. Kuli, soll's leben. Noch recht lang. Das gefällt mir. Du hast gerade gesagt, dann hat er was losgelassen mit der Piepshow und dann jault die ganze Nation auf. Ja. Bei welchem Spruch von dir haben sie mal aufgejault? Oh ja, wir jaulen öfters. Es ist so, es jaulen immer nur einige. Und das ist ja das Komische. Und die aber, die jaulen laut. Kleinigkeit. Ich habe ein Mädchen in der Sendung gehabt, so ein Motorradfreak. Und die hat gesagt, also die Motorradfahrer werden immer zu Unrecht so negativ gesehen und wir bemühen uns ja auch und nicht alle sind so Raudis und es gibt Schlimmere im Straßenverkehr. Ich zum Beispiel wäre immer dann ganz skeptisch, wenn ich immer so ein Mann mit Hut vor mir sehe. Also und hinten eine gehäkelte Klorolle. Das ist also die. Das ist für mich die. Ja, ja. Ja. Aber. Da geht's dann eben los. Dann kommen die Hutträger erstmal und schreiben, und dann kommt der Verband der Hutträger, ist ja noch schlimmer, oder der Verband der Hutherstellenden Industrie,
Und dann geht's los. Wie kann er sowas? Und ach, furchtbar. Und manche verstehen es auch gar nicht. Ich habe so gehäkelte Chloran hinterher bekommen, weil die Leute denken, der meint das ernst. Das ist ja das Schlimme, die nehme ich auch nur ernst teilweise. Oder dann habe ich mal Hosen an, irgendwelche Lederhosen. Schreibt mir eine Mutter, ihre Kinder dürfen die Sendung nicht mehr sehen wegen dieser Hosen. Also was die Leute sich auch so aufregen. Und das meine ich eben, dass dieses Aufjauen, mein Gott, dann sollen sie halt ausschalten, sollen die Mutter sagen, die Hosen gefallen mir nicht, schalten wir aus. Aber die schreiben ja gleich und schreiben mir und schreiben Fernsehen und schreiben, ach, meine Frau, was für Hosen mir anzieht. Also, das ist, ich verstehe es nicht, wir werden so ernst genommen. Und auch, da sagt man mal was. Mein Gott, ich rede viel, was rede ich heute wieder alles? Und da ist natürlich, rutscht einmal was raus. Ich meine alles so, wie ich sage, aber vielleicht meine ich es nicht so böse, wie es klingt, oder nicht so bissig, wie es klingt. Ich bin ein freundlicher und ein Mensch, der niemandem wehtun möchte eigentlich, warum auch im Fernsehen und in Unterhaltung. Aber trotzdem, es fühlen sich immer welche am Schlips getreten. Schlips, auch eine schöne Geschichte. Da hat mich eine Zeitung gefragt, das ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir. Du wirst was gefragt, Sie haben in kurzen Hosen eine Sendung gemacht, was halten Sie von der Garderobe Ihrer Kollegen? Sag ich, ist mir eigentlich wurscht, was die anhaben, weil wenn man schon auf die Klamotten guckt, ist die Sendung schlecht. Und da hat es geheißen dann im Artikel, Leute, schmeißt die Binder weg. Habe ich nie gesagt. Was war das Ergebnis? Die Krawattenindustrie ist auf mich gekommen, wollte mich anzeigen. Es gab einen Schlichtungstermin mit einem Herrn von der Krawatten, der kam mit einem Koffer voll Krawatten. Hat mir, also, da habe ich halt nie gemeint und nie gewollt und ich liebe, ich guck mal, wie ich rumlaufe. Also. Ich finde es entzückend. Okay. Ich finde das lustig. Also, das sind so Erlebnisse. Ja, achso, ich dachte, es ging noch weiter. Ja, mit deinem Papst. Ich habe jetzt inzwischen. Die Geschichte mit deinem Papst zum Beispiel. Oh Gott. Ja, ist auch so eine Sache. Kommt. Das war schon wieder eine freudsche Fehler. Er sagt die Geschichte mit deinem Papst und ich sage, oh Gott. Nein, es ist so. Dann wieder was drauf. Ich bin ein katholischer Mensch. Ja. Ich war Ministrant. Ich kann mir das leisten. Also, ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie der Papst. Es ist so, jeder normale Mensch, der die Tagesschau sieht, sieht, dass der Papst aus dem Flugzeug steigt und den Boden küsst. Kann man denken, was man darüber will. Du kommst rein, die Leute klatschen und sagst, ganz vornehm, dachte ich noch jetzt ganz anders gesagt, diese Geste bleibt dem Heiligen Vater, ist ja noch der sehr salbungsvolle Ausdruck, das vorbehalten. Privileg des Heiligen Vaters. So ist es, ja genau. Wie kann man sich darüber aufregen? Vor allen Dingen, man meint es ja nicht so. Der wollte doch dem Papst nicht wehtun, dem wäre es auch wurscht gewesen. Aber nein, vermutlich. Da schreiben tausend Leute, und jetzt schreiben sie wahrscheinlich wieder, aber ist egal. Das ist das, wofür ich kämpfe, normal zu reden. Wir reden zu Hause auch anders und Fernsehen kommt in die Wohnstube. Also reden wir wie normale Menschen, sonst ist es Tagesschau oder Ballett oder was Vornehmes. Wir sollten doch um Gottes Willen, oder redet ihr anders zu Hause? Nö. Eben. Weil du das Thema angesprochen hast, um das ich weiß Gott am liebsten rum wäre, deswegen muss ich jetzt ganz deutlich sagen, in allem Respekt vor dieser Geste, die der Heilige Vater für sich erfunden hat, um zu dokumentieren, wie er zu dem Land und zu dem Boden des Landes steht, das er zum ersten Mal besucht. Das war ja auch szenisch eingefangen in eurem Film. Genau. Gab es da einen ähnlichen Aufstand? Nee, weil in den Filmen, da sind ja nur die Leute reingegangen, jetzt wurscht war wahrscheinlich. Ah. Aber da war es eben auch, deswegen kam ich darauf, weil mir der Gedanke auch gekommen war. Das war der Gag von mir. Und das meine ich eben, wenn man meine Einstellung kennt, ne, dann weiß man genau, der hat eine grundsätzlich positive Einstellung zur Religiosität, aber er muss um Gottes Willen nicht dauernd Weihrauch schwängernd und blass und durch die Gegend laufen. Das ist alles immer so verbissen, entweder oder. Mhm. Zu all dem, was gemacht wurde, zu all dem, was dich zu einer differenzierten Haltung ein bisschen zu deinem Erfolg gebracht hat und dich hat entscheiden lassen, dich mal eine Zeit lang, wie lang, abzusetzen, aber eigentlich auch nur halb. Ja, wirklich bist du ja doch präsent hier. Kommt jetzt auch noch der Ruhm zweier erfolgreichster Filme dieses Landes, die beide hingehauen haben, wie überhaupt nur eine Eins. Der dritte, glaube ich, steht zu erwarten ins Haus, in die Kinos. Was wird das? Ja, auch wieder natürlich was Lustiges. Ich meine, ich bin kein Schauspieler. Wenn ich jetzt anfangen würde, mich ernst zu nehmen als Schauspieler und jetzt jeden Abend das Weinen zu üben oder sowas, das wäre Quatsch. Moment, also. Ich würde gerne mal sterben im Film zum Beispiel, immer so. Aber das will ich ja nicht hinkriegen. Also mache ich irgendwas, wo ich überlebe. Und den Schauspieler daran zu messen, ob er weint oder lacht, das ist also wirklich ein bisschen zu oberflächlich. Und wenn überhaupt, dann ist das Weinen viel leichter als das Lachen. Ja. Ja, auch die Menschen zum Weinen zu kriegen, ist viel leichter, als sie zum Lachen zu bringen. Das ist eine alte Erfahrung. Bei mir haben die Kritiker geweint und die Leute haben gelacht. Das ist schön zu. Was ist dir lieber? Na, so ist mir das Recht eigentlich. So ist es eigentlich. So ist es eigentlich. Das denke ich mir. Also was ist der dritte Film? Wann kommt der? Na, im Juni machen wir ihn. Weißt du schon, wie er heißt? Nee. Da arbeitet meine Frau daran, die macht immer die Titel. Aha.
Schon wieder. Da ist also nicht nur der Pop-Sonny-Boy, da ist der Schauspieler, da ist der ernstzunehmende Kritiker vieler Dinge, mit denen er nicht einverstanden ist. Auch meiner selbst. Also ich nehme mich ja auch nicht ernst, das ist das Problem. Wenn die Leute sagen, du machst dich über die anderen lustig, die können sich auch über mich lustig machen. Aber in Bezug auf die Tatsache, dass du dich nicht ernst nimmst, ja, das nimmst du sehr ernst. So ist es ja. Denn irgendein Ernst muss ja sein. Da ist auch nun der frisch gebackene Familienvater, und das bringt ja auch eine völlige Umänderung. Der hat da sicherlich auch eine Meinung über unsere Generation und was der noch bevorstehen kann, mag, wird. Da bin ich mal gespannt. Soll. Es ist halt so, ich hasse, das habe ich ja, glaube ich, klar gemacht, alles Verbissene. Und ich glaube, wir leben in einer verbissenen Situation. Ja. Die einen sagen, wir sind gut, die anderen sind schlecht. Diese Polarisierung hasse ich. Ich glaube es nicht, dass die Russen schlecht und die Amerikaner gut sind. Ich glaube es nicht, dass die einen nur Negatives wollen, die anderen nur Positives. Guck dir den Bundestag an, ist ja geradezu lachhaft. Da auf einmal klatscht die eine Seite und dann klatscht die andere Seite. Das können nicht nur Trottel und nur Tolle sein. Jeder hat mal recht. Und da bin ich eben der Meinung, das ist viel zu wenig, dieses Anhören von Meinungen, dieses Aufeinanderzugehen und Polarisierung. Und ich bin groß geworden, so in dieser 64er, 65er, 66er Zeit, wo es einfach ein bisschen lockerer war. Entspannung, hat man dieses Gefühl gehabt, und das Flower Power musikalisch. Und das hat mich irgendwie geprägt, glaube ich. Diese Entspannung, die Blumen, Love and Peace, so eine tolle Sache. Und heute geht's in den Berg runter. Und das finde ich schlecht. Und ich weiß nicht, was wir tun können. Ich versuche halt, indem ich auch in meinem Beruf, ich kann mich nicht hinstellen und politisch werden. Das ist Quatsch, glaubt mir auch keiner. Sagen Sie, jetzt übernimmt er sich völlig. Aber ich kann sagen, ich kann Brücken schlagen und kann sagen, warum müssen sich die Alten und die Jungen prügeln? Warum müssen die Alten auf das, was ich vorher gesagt habe, nur auf dies und die Jungen nur auf diese stehen? Ich glaube, wenn man Brücken schlägt, von alt zu jung, von Vätern zu Söhnen, dann ist schon mal ein Schritt zu einer Entkrampfung da. Und ich sage immer, ich kann in meinem Beruf kann ich keine Probleme wegdiskutieren. Die sind da. Aber ich kann erreichen, dass Leute, die meine Sendung sehen, lockere ihre Probleme angehen. Die hinterher sagen, eigentlich wollte ich heute nicht mehr lachen. Es hat mich der doch zum Lachen gebracht, war nicht geplant. In Gottes Namen, jetzt verbringe ich den Abend etwas fröhlicher, als ich das eigentlich wollte. Und das ist doch schon eine ganze Menge. Wir haben einen Thomas Gottschalk heute Abend erlebt, so wie wir ihn uns eigentlich vorstellen, wie er sich selber auch definiert hat. Er sagt sehr vieles, und manches von dem meint er gar nicht so, aber vieles meint er eben doch so. Und es ist eine Kunst herauszufinden, was. Was richtig so ist. Deswegen versuche ich, unser Gespräch zu beenden mit einem Zitat, das eigentlich all das, was er gesagt hat und womit er sich selber ein bisschen charakterisiert hat, so unter einen Bogen bringt. Und ich fand es besonders schön, und ich werde Ihnen das einfach so vorlesen, wie es da steht, und ich hoffe, dass es wirklich stimmt und dass er es gesagt hat. Hoffe ich auch, ich nicke auf jeden Fall mal, wenn es gut ist. Er hat gesagt, ich war bei der Geburt unseres Kindes dabei. Da habe ich mit meiner großen Klappe gemerkt, dass ich gar nichts machen kann. Ein Moment, den ich nie vergessen werde, ein Moment der Demut. War gut, aber habe ich gesagt. Dann freue ich mich, dass dieses Zitat stimmt, weil ich glaube, dass keines der vielen Zitate von ihm, keiner der vielen Sprüche von ihm so ernst gemeint war und ihn auch so charakterisiert wie gerade dieser. Dann kann ich nur sagen, wie immer, wie lange immer du in England bleiben magst mit deiner Familie, komm bald wieder zurück und bleib so, wie du bist, denn ich glaube, wir lieben dich alle so, wie du bist. Dankeschön. Danke.